So, herzlich willkommen zurück zu Folge 11 von Clicker Hero. Die Pause war etwas länger als gedacht. Ja, egal. Hallo, die Waldfee. Wir sind ja schon bei Ebene 900. Ja, gut. Das kann man auf jeden Fall machen. Wir machen mal das hier. Ah, genau. So, gucken wir mal. Du hast so ungefähr 11%. 42. 16. Hä? Fehlt da nicht ein bisschen was? Ah, mal kurz. 11? Ah, ne, 42, ja. Ja, okay, also tatsächlich, mal. Halt. Dann müssen wir mal so gucken hier. Ah, mal kurz. 376. Okay, 776 ist schon mal raus. 976 ist auch schon mal raus. Wir sind jetzt doch die beide hier. Moment mal. Ah. Du bist auch raus. Na komm. Ach Gott. Doppeltes Effekt, dann nehmen wir da mal dich. Direkt da. So. Jetzt ungefähr alle auf dem gleichen Niveau. 20%. 14%, 54% und der wäre aber am preiswertesten. 746. Ja, die beiden hier sind schon relativ hoch. Gott. Ist halt echt so schwer zu vergleichen miteinander. So, das heißt, er hat ungefähr 4,77 meine ich doch. Hat dafür 30%. Er hat ungefähr die Hälfte. Hat aber dafür 40%. Ist also definitiv stärker. Er hat weniger als die Hälfte, kostet dafür die Hälfte. Oder ne, wie viel war das jetzt? 4,77, okay, 4,77. Dann kostet du nur ein Viertel. Hat aber, ist also quasi auch stärker. Alter, ich komme gerade komplett raus. Also. Weg. Achso, ja genau. 4,77. 4,77, du kostest nur die Hälfte. Hast aber auch die Hälfte. Hat also der ist ungefähr genauso stark. Die beiden sind aber besser. Das heißt, im Durchschnitt kann man schon durchaus sagen. Der hier wird zwar von den anderen nicht überholt groß,
Aber die anderen drei sind definitiv mindestens genauso gut. Tja, dann können wir also wirklich tatsächlich mal auf die drei hier setzen. Das macht dann vielleicht doch durchaus Sinn, denke ich mal. Wir haben gerade beide bei Level 100 geknackt. Nice. So, tja, die Frage ist, wie bleiben wir denn jetzt in der Zukunft? Setzen wir denn tatsächlich auf alle vier oder bleiben wir doch wieder bei Frostleaf oder bleiben wir bei den dreien oder bei allen vieren? Mit 477 ist der auf jeden Fall am teuersten. Frostleaf. Also guck mal, am allerbesten ist hier der Masked Samurai. Der ist definitiv am heftigsten von allen. Ich muss noch mal ganz kurz gucken hier. Wie hießen die? Erstmal die Clicker Hero. Power 5 oder irgendwie sowas? Wann irgendwie so? Ja genau, Power 5. Was? Ja, sehr gut jetzt. So, Power 5 are the 5 heroes are the most effective to use in the early or mid game. There are Phoebes, Eamon, Brittany, Masked Samurai. Eamon und Brittany auch? Oh! Ja, also die drei, die wir quasi schon haben, plus die beide hier direkt darunter, unter dem ersten. Okay. Gilding. Background. Huh. Okay, man sieht aber hier, die sind nur effektiv bis ungefähr Level 2000 und das haben wir mittlerweile schon gut erreicht. Das heißt, die werden nicht mehr lange effektiv sein. Ist hier auch Frostleaf mit dabei? Frostleaf. Auch nur bis Level 1000, holy shit. Okay. Na, okay, also hier steht genau das, was wir schon herausgefunden haben. Alter, was ist denn hier mit? Oh, egal. Auf jeden Fall, also der allerbeste ist definitiv hier The Masked Samurai. Das ist definitiv der, der am meisten fickt. Allerdings wohl laut dem Dokument auch nur bis Level 2000. Oder sehe ich das jetzt falsch? Masked Samurai? Oh. Heißt also, die sind jetzt quasi schon am Limit. Ja? 2400 haben die jetzt schon fast erreicht. Das ist ja interessant. So, dann gucke ich mal. Einmal darauf.
einmal. Hä? Darauf. Dann machen wir jetzt bloß noch ein Wettrennen zwischen den beiden. 6,88. Ah. 13%. Ah, kurz. 6,78. 78. Na doch, noch hat Maske Samurai definitiv die Nase vorne. Gut, dann behalten wir uns das mal im Hinterkopf. Das heißt, wir machen tatsächlich erstmal soweit alle, klassisch. Wenn denn aber, sobald wir quasi auch zu Frost League wechseln können, behalten wir einen Trigger trotzdem auch auf The Masked Samurai. Das scheint dann doch was zu bringen. So, erstmal hier alles ausklappen wieder. So, auf jeden Fall vergessen. Sieht nicht so aus. Okay, dann würde ich mal sagen, es senden wir mal. Bumm. Und dann geht's quasi direkt los. Erstmal hier gucken. Beziehungsweise erstmal hier. Mal gucken. Ach, richtig. Gucken wir mal ganz kurz, was wir hier noch machen können. Summon Agent. Atmen auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, wie viel er jetzt schon bringt, aber. Ne? Aber wie gesagt, die Libertas und Dialatas nehme ich jetzt auch mal mit denen zu rennen. Das ist Schwachsinn. Wobei dieser komische andere Typ da. Ah, er hier. Dankeschön. Dieser komische andere Typ. Ja, gerne. Dieser komische andere Typ. Wo ist denn der jetzt so? Der hier, den können wir tatsächlich auch benutzen. Einfach aufgrund dessen, dass wir ja die Ausklicker haben. So, das andere ist aber eigentlich soweit erstmal alles nur Schwachsinn. Ja, komm. Lassen wir erstmal so. Haben wir erstmal genug. Wenn wir mal jetzt gucken hier. Oh, Level 10 ist relativ gut. Dann schicken wir mal die ganz teuren erstmal auf Level 10. Wie viele haben wir davon? Er ist auch noch sehr teuer. So. Okay, dann kommen jetzt die nächst teureren. Ist das ein. Ah, nee, du bist ja auch noch extrem teuer. Ist auch einer der ganz teuren. Ach, sehr gut jetzt hier. Oh. Genau. So, die nächste Hörerin sind Juggernaut und dieser andere Typ da. Das war gerade. Egal. Ah. Ich lasse die mal bei Level 50. Ah, doch, ich setze mal bei Level 50. So. Und die ganz preiswerten, die können wir wahrscheinlich extrem hoch leveln mittlerweile. Wir tasten uns trotzdem erstmal ein bisschen nah ran. 100, kostet schon 15.000. Da gehen wir dann mal auf 200. Mehr als 200 möchte ich jetzt erstmal nicht machen. Dafür haben wir noch zu wenig. Das heißt 480, Alter, Mann, weg da. 180.
Jonathan Wright? Alter, dass diese schwarze Schrift auch immer direkt im Bild sein muss. Gott! Der findet so einen Dreck. 180. 180. Oh, 590. Aber jetzt haben wir gut Hero Souls ausgegeben. Haben dafür jetzt soweit eigentlich alles relativ gut? Fragezeichen. Wir brauchen eine, okay, immer noch 8 Monster pro Level. Okay. Ja, doch, sieht erstmal so relativ gut aus. Also gut, das. Weg mit dir. So. Wie sieht das jetzt eigentlich mit den ganzen Gold-Sachen aus? Doch, genau, Gold haben wir schon. Wir haben mehr Goldkisten. Wir haben mehr Gold pro Goldkiste und wir haben Golddrop insgesamt erhöht. Also auch alles wunderbar. Das heißt, wir haben sowohl für aktiv als auch für passiv spielen, also sowohl aktiv als auch idle, haben wir soweit erstmal die grundlegenden Sachen immer vorhanden. Libertas und Cialatas, genau. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Und wir sind Level 100. Yay! Ich würde gerne mal gucken, ob wir hier noch irgendwas übersehen haben. Lucky Strike, Skill Cooldown, Change. Oh, kostet aber immer gleich 500. Ah. Alles nochmal lieber. Ach doch, zum Beispiel hier, der hier. Genau. Was bist du? Achso, Golden Klicks. Den nehmen wir auf jeden Fall noch. Du bist auch einer der ganz teuren, ne? Nein, bist du nicht. Du bist einer der ganz preiswerten. Lol. Und wenn du das sagst, dann 195. Bam. So. Das wird nämlich noch. Habe ich komplett vergessen. Die ganzen Guilds. Open All. Jetzt ist die Frage, machen wir jetzt alle auf Masked Samurai oder alle auf Frostleaf? So. Bam. Ich hoffe, das war nicht dumm. So. Dann einmal da. Da.
So. Dann einmal du dahin. Und du dahin. Sehr schön. Aha, siehst du? Noch hat er nämlich jetzt sogar schon mehr als die Hälfte. Ah, ich glaube, so die Strategie können wir durchaus fahren. 14%? Hä? Moment, wo ist denn das andere? Oh, 85%. Upsala. Ja, gut. Na gut, jetzt ist er hier jetzt auch im riesigen Tief. Ja. Bekommt denn ja bald sein erstes Upgrade? Denkst du, was ist da? So, wir gucken mal ganz kurz, wie lange geht jetzt die Folge eigentlich schon? Oh doch, können wir ein bisschen machen. Können wir noch ein bisschen machen hier. Oder? Bin ich bescheuert? Doch, 37 haben wir bekommen. Alles gut. So. Trotzdem nur 15%. Ah ja. Bessert sich ja zum Glück noch ein bisschen. Tja. Wie gesagt, ich will mal sagen, sobald wir dann relativ, also wirklich sehr hoch sind, weiß nicht, so Level, keine Ahnung was. Ach, schau mal, mittlerweile kann man sich das hier angucken. 34% Primature? Kannst du doch mal zählen. Das würde bedeuten, dass wir doch am Anfang 25% hätten. Aber das ist auf keinen Fall 25%, kannst du vergessen. Wir hatten davor nie im Leben jeden vierten Boss Primal Boss. Wir hatten jetzt hochkam wie den 10. Wenn überhaupt. Aber wie gesagt, wir waren da teilweise schon fast Level 200 und hatten gerade mal 16 Heroes Holz bekommen. Also das funktioniert nicht, wenn jeder vierte schon ist, ne? Sehr interessant das Ganze. Ich glaube, da möchte mich jemand an der Nase herumführen. So, hier können wir nichts mehr machen. Hier haben wir schon alles gemacht. Sehr interessant. Gut, hier haben wir jetzt auch alles. Ja, ich weiß, ich könnte hier noch ein bisschen, manche Sachen noch ein bisschen heftiger machen, aber ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ob wir dies sollten. 100. Das sind 25.000, ne? Ist schon eine Hausnummer. Das ist auf jeden Fall schon eine Hausnummer. Gut, ich würde mal sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal für diese Folge Pause und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Ja, bis dann.